So, jetzt sind wir wieder zurück im zweiten Video und ich habe es geschafft, das iPad einzurichten. Ein bisschen anders, weil das Gerät auch Face ID besitzt. Wie ich gesagt habe, das Tablet hat keinen Home-Button wie hier, weswegen Touch ID wegfällt. Für immer. Das aber, nö, Deutsch. Trotz allem haben wir was anderes bekommen, nämlich Face ID. Ich meine, why not? Und ich will mal sagen, willkommen beim iPad. Los geht's. Oh mein Gott, das ist wow. Das ist wirklich ein massiv großes Tablet. Ich glaube, es hat iOS 14. Mal gucken. iOS 14.0.1. Das heißt, es sind noch Updates da. Ja. 1 TB Speicher. Oh Gott. Ich kann es gerade nicht glauben. 1 TB Speicher. Oh mein Gott. Ich meine, das ist auch nicht wenig. 256 GB. Aber irgendeinmal, das wird irgendwie doch knapp bei mir. Für die meisten Leute reicht es aber. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ah ja, wir haben irgendwie eine Garantie oder irgendetwas. Und bla bla bla. Zum iPad selber, es unterstützt WLAN, also Wi-Fi 6. Und das war alles. Batterie. Das Einzige, was ich mich einfach frage, ist, wieso kann ich nicht den Batteriestatus sehen, also wie viel Prozent habe ich noch ungefähr, ne? Wieso wird mir das bei den iPhones angezeigt, aber nicht bei den iPads? Ich meine, ja, iPads haben generell einen ziemlich massiv großen Akku, der, wenn man ihn nicht zu viel nutzt, dass dieser Akku auch Stunden für Stunden hält. Also wirklich. Ich meine, sogar das iPad Mini, was ich habe, hält noch gut durch. Obwohl das fast nicht möglich sein sollte, weil das Ding ziemlich alt ist. Aber irgendwie hält es den Akku noch. Also ja, zum Beispiel jetzt habe ich es eine Zeit lang nicht benutzt. Trotz allem habe ich immer noch gute 30% Akku. Und ich glaube, das Ding habe ich seit 2, 3 Wochen nicht mehr geladen. Ja, das Ding ist schon ziemlich gut. Also, das ist wahrscheinlich nur bei mir so, aber trotz allem, das ist für mich ein Grund, dieses Ding noch zu behalten, auch wenn es alt ist. Und dann Face ID, Apple Pencil, das ist natürlich auch etwas Neues. Ich meine, ich hätte mir den Apple Pencil holen können, aber die Frage ist dann, für was? Für was brauche ich da den Apple Pencil? Bluetooth aus. So. Interessant, interessant. Ja, vielleicht sieht man es ein bisschen mit der Kamera. Also, das ist wirklich extrem flüssig, wenn man jetzt so den vergleicht. Ja, ich glaube, man sieht es sogar. Das ist unglaublich. Und yes! Oh, das ist. Oh, okay, dann mir nichts. Interessant. Keine weiteren Einstellungen, zum Beispiel. Okay. Ja, gut, ne? Was sich noch geändert hat, aber das hat mit der Software zu tun, ist, dass man hier jetzt das Datum und Uhrzeit, dass die jetzt hier sind, nicht mehr in der Mitte, und Akkuanzeige und so ist jetzt hier, so wie auch Konnektion zur WLAN, ist nach rechts gerutscht, wobei es hier noch hier war, ne? Und vorher hatte man den schönen Namen iPad, das haben sie später weggenommen. Naja, ja, man kann was Besseres hintun als einfach iPad, aber es hat schön ausgesehen. Da hat man sofort gewusst, was es ist. Wenn man blind ist, das Hardware zu sehen. Aber ja, ich würde mal sagen, das war es eigentlich. Das Einzige, was ich noch ausprobieren möchte, ist natürlich die Kamera, ne? Hier haben wir
Eine normale 12-Megapixel-Kamera mit, glaube ich, vierfach Zoom und naja, die Kamera ist nicht schlecht. Ich habe sie natürlich seit Jahren benutzt, aber das hier ist wahrscheinlich was ganz anderes. Oh mein Gott, das ist was ganz anderes. Das, oh mein Gott, das ist so mega groß, ne? Muss mich langsam hier rumarbeiten. Oh! Wow, das. Wir haben Video, Foto, Slow-Mo, Zeitraffer, Porträt, Quadrat, Panorama. Interessant. Blitzlicht natürlich. Kamerawechsel. Okay. Ja, was auch immer. Blitzlicht. Ziemlich interessant. Ein bisschen schade ist natürlich, dass Kontrollzentrum und Multitasking jetzt nicht mehr zusammen sind wie bei iOS 11. Aber na, was soll's? Man würde sagen, das war's eigentlich fürs Video oder fürs zweite Video. Und ja, hoffe, ihr habt auch gute Weihnachten und das ist oder sind die speziellen Videos, die am 24. oder am 25. kommen sollten oder gekommen sind, wie immer sei. Tschüss!